Die afghanische Familie Yaqubi. Hinter ihr liegt eine unfassbare Odyssee. Über 3000 Kilometer in 3,5 Jahren. Zu Fuß. Ja, das ist schon lange. Von der Afghanistan bin ich gekommen nach Iran. Von Iran nach Türkei, von Türkei nach Griechenland, von Griechenland nach, nach Albanien, von Albanien nach Montenegro, von Montenegro nach Bosnien, von Bosnien nach Kroatien, von Kroatien nach Slowenien, von Slowenien nach Italien, von Italien nach Schweiz und dann nach, von Schweiz nach Deutschland. Und das ist ihr neues Zuhause, das schwäbische Calw. Mehr als 2 Jahre hat Spiegel TV Hasrat Yaqubi begleitet. Es ist die Geschichte eines ehemaligen Bundeswehrhelfers, dem niemand, auch nicht sein alter Arbeitgeber, dabei half, hierher zu kommen. Schon 2 Monate bin ich in Deutschland. Ja, das ist sehr besser für die Kinder und die ganze Familie. Die Yaqubis und ihre 4 Kinder sind vor den Taliban geflohen. Jetzt gehen sie in Deutschland zur Schule und ihr Vater hat sogar schon Arbeit gefunden. Ich arbeite hier. Und mache ich hier ein bisschen sauber und kommt pro Monat und 103 Euro für mich oder 100, so ist es besser als schlafen, das ist sehr gut für mich. Einquartiert wurden sie in einer Flüchtlingsunterkunft. Für die Familie ein echter Luxus. Ja, 2 Zimmer gibt es in der Küche und ja, aber sehr schön, ja. Gut, sehr gut. Ja, das ist Küche und gibt 2 Toiletten. Sehr schön, ja. Warm ist es auch. Ja, sehr gut, ja. Fließend Wasser, Heizung, gemachte Betten. Alles Dinge, die sie jahrelang entbehren mussten. Nie zuvor hatten die Kinder eigene Schulunterlagen, geschweige denn Unterricht. Jetzt lernen sie Deutsch und sind darüber mehr als glücklich. Ich kann schon einige Worte auf Deutsch. Dieses Mäppchen, Bleistift, Spitzer. Anspitzer. Kleber. Stift, aber bunt. Ja, ungefähr schon 10 Tage der Kinder zur Schule. Lineal. Noch vor wenigen Wochen sah das Leben von Saha und ihren Geschwistern vollkommen anders aus. Mehrere Jahre war die Familie auf endlosen Flüchtlingsrouten unterwegs. Immer zu Fuß. Sommer wie Winter unter menschenunwürdigen Bedingungen. Das letzte Mal trafen wir die Yaqubis im vergangenen Oktober. In einer Wellblechhütte in Bosnien. Die nächtliche Eiseskälte war dort nicht die einzige Zumutung. Die Nacht kommt viele Ratten und so groß Ratten. Und meine Kinder können sie einmal, wenn sie schlafen, einmal sagen: Oh, Baba, was ist passiert? So, nicht eine, zwei, ungefähr 30, 50 oder 60 kommt einmal, mach alles kaputt, alles essen und. Immer wieder versuchen sie, die EU-Grenze nach Kroatien zu überqueren. Doch das Land hat sich abgeschottet. Mit Stacheldraht und Sicherheitskräften. Auch die Yaqubis begegnen der kroatischen Grenzpolizei. Laut Hasrat ist dies der Moment, als ihm hier die letzten Ersparnisse gestohlen werden. Alles mitgenommen, Geld ungefähr 3.100 genommen und 100 bei meiner Tasche. Und dann habe ich mit dem Bus nach hier gekommen. Spiegel TV löst mit der Berichterstattung eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Und im Oktober überreichen wir Hasrat eine Liste von Geldspendern. Ja, ich danke für die manche Leute, die zu mir geholfen, wegen meiner Kinder. Und vielen, vielen Dank von euch. Ich danke euch viel, ja. Mit einem Teil der Spenden bestreiten sie ihren Lebensunterhalt, unternehmen immer neue Fluchtversuche. Kurz vor Weihnachten treffen sie dann auf eine kroatische Polizeipatrouille, die sie nicht zurückschickt, sondern weiterziehen lässt. Die letzte Strecke absolvieren sie mit dem Zug. Am 2. Februar erreichen sie Deutschland. Hasrat wird in Calw von einem Fachanwalt für Migrationsrecht vertreten, der ebenfalls von den Spenden bezahlt wird. Seine Sorge? Möglicherweise darf die Familie in Deutschland kein Asyl beantragen, sondern nur in dem EU-Land, das sie zuerst betreten hat. Es wird unter Umständen ein langer, langer Weg werden. Sie brauchen einen langen Atem. Und ich weiß, dass es für Sie schwierig ist. Sie haben bis dahin keine Gewissheit. Ja? Wie ist es mit dem Aufenthalt? Was ist mit meiner Familie?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Sicher ist, nach Afghanistan wird niemand mehr abgeschoben. Tino Bayer, der Mann mit den Pizzakartons, ist ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer und ehemaliger Bundeswehrangehöriger. Er hat die Berichterstattung von Spiegel TV verfolgt, findet den Umgang mit Hasrat Yaqubi beschämend. Er hat ja auch als Ortshelfer gearbeitet für die Bundeswehr, ja, 2003. Für mich war das so irreal, dass man einen Menschen, der bei der Bundeswehr gearbeitet hat, wie Sie auch richtig beschrieben haben in dem Film, dass man den in Stich lässt. Tino Bayer organisierte für den 12-jährigen Bilal inzwischen einen Platz im örtlichen Fußballverein. Zweimal wöchentlich besucht er jetzt das Training. Für einen 12-Jährigen ist er recht groß, zur Freude seines Betreuers. Der ist körperlich gut, der ist am Ball gut, der ist beidfüßig, links- und rechtsfuß, gibt selten in dem Alter schon. Also ich denke, das wird für die Mannschaft ein wertvoller Spieler. Bilal durfte bereits ein Punktspiel absolvieren. Für ihn ein erster Schritt zur Integration. Für seinen Vater bleibt jetzt nur die Hoffnung, dass er und seine Familie dauerhaft in Deutschland bleiben dürfen. Wenn du an True Crime-Themen interessiert bist, höre dir jetzt unseren Podcast Im Verhör exklusiv bei Podimo an. Dort geht es unter anderem um das Thema EncroChat.